Mit schweren Baumaschinen und technischer Ausrüstung kennt man sich bei der LEAG aus. Sie sind täglich in Tagebauen und Anlagen des Energieversorgers im Einsatz. Gewartet und instand gehalten wird selbst. Dafür bildet man auch Jahr für Jahr viele junge Menschen aus. Damit hat man schon mal viel mit der Hill in Doberle-Kirchhain gemeinsam. Als Dienstleister kümmert man sich dort um die Fahrzeuge der Bundeswehr. Künftig wollen beide Seiten deshalb bei dem Thema Aus- und Weiterbildung zusammenarbeiten. Eine entsprechende Erklärung wurde nun unterzeichnet. Unsere Überlegung ist, dass wir für die Fähigkeiten, die hier in diesem Aufgabenbereich der Hill notwendig sind, unsere Ausbildung und die Weiterqualifikation spezifisch anpassen und dann Mitarbeiter, die sich für diesen Weg interessieren und auch in der Ausbildung schon Inhalte mitvermitteln. Wir haben aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten über unsere Standorte verteilt, insbesondere auch im Spreewald, das Qualifizierungszentrum. Und auch da sind wir in Absprachen, wie wir für Mitarbeitende der Hill sozusagen ein Angebot stricken können, bis hin dann später vielleicht mal zu schauen, wenn wir einen Personalumbau vornehmen als LEAG, wie dieser Personalumbau bzw. Transfer auch gestaltet werden können. Das sind schon sehr konkrete Schritte, bis hin geguckt zu unserem Geschäftsfeld MCR, wenn es richtig um Instandhaltung geht. Für die Hill ein Glücksfall. Am Standort Doberle-Kirchhain soll in den nächsten Jahren nämlich kräftig investiert werden. 140 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Gleichzeitig werden jedoch auch rund 900 Beschäftigte altersbedingt gehen. Fachkräfte der LEAG könnten die Lücke füllen. Die LEAG wird sich entwickeln in eine andere Richtung. Der Tagebau wird über die nächsten Jahre sich auflösen, die Hill wird aufwachsen und davon werden wir nur beide von profitieren, um einfach einmal die vorhandenen Strukturen bei der LEAG zu nutzen und auf der anderen Seite natürlich auf das vorhandene Know-how und die Ressourcen rückgreifen zu können für unsere Zukunft. Und dass sich jetzt hier Unternehmen in der Region zusammentun, ihre Kräfte bündeln, ihre Ausbildungsmöglichkeiten bündeln, die Übernahmemöglichkeiten bündeln und damit sozusagen eigentlich den jungen Menschen eine sehr gesicherte Perspektive für die Zukunft geben können, das ist, glaube ich, ein ganz tolles Signal. Die LEAG versteht den Schritt als Teil der Lausitzer Strukturentwicklung. Es gehe nicht nur darum, das Unternehmen für die Zeit nach der Braunkohle vorzubereiten, sondern auch Fachkräfte in der Region zu halten. Unterstützt wird sie dabei auch von der Wirtschaftsregion Lausitz, die auch bei dieser Kooperation vermittelt hat.